Ja, Leute, heute schnappen wir uns die restlichen Karten vom Spellmaker. Und wer weiß, vielleicht haben wir sogar Glück und müssen gar nicht, ja, irgendwie mit diesem Fernzünderbomben von ihm Trick irgendwie agieren. Nee, vielleicht schaffen wir es auch so. Schauen wir einfach mal. Oh, da ist er wieder. Oh, seine gruselige Fratze. Also, wir gehen es einfach mal mit gutem Gewissen an, mit gutem Gefühl. Es sind ja nur zwei Karten, die ein bisschen doof sind. Ja, und um die können wir uns ja auch wirklich eher erst kümmern, wenn wir schon ein bisschen seine Energie down gemacht haben. Let's go, also erste Karte, sehr gut. So, okay, boom. Also ich will irgendwie... Boah, ich hab mein Herz, sehr schön. Ich würde irgendwie gerne, boah, sehen Sie, ups, die Bomben ein bisschen so platzieren, dass sie nicht unbedingt seinen Schatten treffen, sondern vielleicht direkt gleich seinen Umhang, ja. Aber den sieht man halt immer so, man sieht es halt eher schlecht. Okay, warte mal hier, Bomben. Zack, Karte Nummer 2. So, komm, treff ich den Bumerang? Den Bumerang, sei schön, Umhang, ich habe ihn getroffen. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Ich muss ihn aber nochmal treffen, sonst verbrennt der Umhang nicht. Menno. Bumerang, ey, sorry. Ich bin nervös. Merkt man vielleicht, ne? Toll. Okay, die Fäuste sind immer doof, weil die immer so... schaffe ich den Umhang? Nee, nein, nein, nicht. Die Fäuste, man weiß immer nicht, wie viele davon kommen. Ob die mit seinem Schaden zusammenhängt. Wow. Nicht alles auf einmal. Wieder. Was hat denn jetzt? So, Sense. Der schon, wenn man ein Herz hat. Ja, komm schon. Nein. Ja. Wie soll man denn seinen Umhang treffen? Ist irgendwie so doof, ja. So, oh na, Na, ich hab ihn wieder getroffen. Menno. Komm schon, Bumerang. Jetzt den Bumerang und Bumerang. Nein. Ja. Okay, warte, was haben wir das hier wieder? Ich versuch's mal. Ich hätte, okay, wenn er sowas macht, dann muss ich irgendwie sein erstes Mal ausweichen und dann dahin schießen, wo er wohl hingehen mag. Okay, nochmal. Die ganzen Goodies. Warte mal, da haut er jetzt ab. Ne, Andi, da ist er. So, komm schon. Ach. Okay, ich glaube, ich muss jetzt echt mal warten. Jetzt ist er wenigstens in diesem Zeitraum drin, dass er die roten Karten einsetzt. Ich glaube, da muss ich jetzt echt mal warten, bis er das wieder macht. Genau. So, also wo ist sein Schatten? Da hinten, also baller ich mal dahin, dann weich da aus und dann dahin. Komm. Dauert immer zu lange. Ich bin zu. Ah, sind sie. Ich bin zu langsam. Hilfe! Mit ohne Feuerdrache. So, machen wir mal. Jetzt muss ich ein bisschen. Boah, ein bisschen Glück haben, dass er auch wirklich nochmal die rote Karte macht. Ja, boom. Boom. Ich versuche mal ein bisschen. Na. Nee. Na. Und die Zeit, Leute, die Zeit natürlich hat man auch noch im Dings. So, oh, komm. Oh, jetzt ist er einfach nicht rausgekommen. Menno. Fies. Das ist natürlich übelst fies. Komm schon. Oh, dann ist er gleich wieder tot. Mit dem Umhang ist echt ein bisschen merkwürdig, wann man den trifft. Ich glaube, einfach hinter seinem Schatten so ein bisschen zielen. Dann vielleicht. Ja, jetzt ist er gleich tot. Ich glaube, ich treffe ihn aber immer. Wenn ich seinen Umhang treffe, treffe ich auch immer ihn gleichzeitig. Also ist er so ein bisschen... Ja, ist ein bisschen doof. Okay, jetzt hier, was ist denn das nochmal? Einfach mal üben. So, er haut dahin ab. So, und jetzt. Okay, verdammt, ey. Seht ihr, ich habe nicht seinen Kopf getroffen, aber da ist es der beste Moment, um halt wirklich ihn dann abzuknallen. Alter, jetzt knapp. Die Zeit hätte er noch geschafft, aber ja. Bumerang. Mann, warum Bumerang? Umhang. So, Bomben und Umhang, ne? Da kommt einfach mal Bumerang raus. So, das war nix. Gleich nochmal. Ich will es nochmal so regulär versuchen, bis er mich wirklich halt, ja, richtig tötet, weil ich habe ja gerade null Leben. Ja, und wenn er mich richtig nochmal irgendwie platt macht und mich irgendwie hingestunt bekommt oder so, dann probiere ich das mal aus, dass ich erstmal eine Runde versuche, ihm die Fernzünderbomben wegzunehmen. Und dann kann ich die vielleicht sogar überall einfach verteilen und dann immer warten, dass er irgendwo hingeht. Okay, komm her, Spellmaker, gib mir deine Karten! Einen habe ich schon mal. Cool. Na. Wow, voll aus wie ein... Mann, man kann aber auch nicht so gut zielen, ey, muss man ganz klar sagen. Ja, mit Bomben werfen braucht man sowieso echt überhaupt nicht anfangen, weil der Typ ja zu schnell ist. Ja, Umhang, komm schon. Immer in den Schatten, ey.
Hilfe, da kommen die Fäuste. Schudups! Mann, ey, richtig. Richtig treffen ist so übel. Damn, mit dem Herz, das ist echt toll. So. Ich treffe immer irgendwie ihn, aber sein Umhang nicht. Warum ist denn der Umhang so weit oben? Komm schon. Nee, guck mal, selbst da. Perfekt platziert, aber sein Umhang hat es nicht getroffen. Das ist halt irgendwie so. Ha, Hilfe. So. Wow, hier ist ein Dupe. Aua. Irgendwie trotzdem getroffen. Ja, der Bus hat zwei Herzen. Was ist denn jetzt los? Immer geht's so schnell. Komm jetzt aber. Hab ich jetzt den Umhang getroffen? Jetzt ging das Ding einfach zu schnell vorbei. Ist okay. So, erstmal okay, Bombe. Verdammt, hab ich zu schnell gekickt. Ja, ein Luck-Base-Boss. Ne, Leute, was soll man machen? Ist ja manchmal irgendwie nur so kleine Sprünge macht, ja. Ich treffe irgendwie immer ihn. Ich treffe einfach immer ihn. Also sein Schatten halt. Da ist nicht viel mit Umhang. Oder macht er mal seinen special roten Kartentrick da. Okay, gut. Verdammt. Jetzt ist er gleich tot. Toll. Ja, also. Oh. Alter, noch ein Angriff, den wir gar nicht gesehen haben. Hilfe, was ist das denn jetzt? Was zur Hölle? Okay, er ist tot. Also eigentlich wäre da jetzt ein Riesenschuh gekommen, der einen richtig schön platt gemacht hätte. Aber war ja schon besiegt. Ja, das war wieder komplett schlecht. Ja. Jetzt habe ich ihn einfach zu schnell besiegt vielleicht. Ich werde immer versuchen, seinen Umhang zu treffen. Ja, also irgendwie die Bombe muss irgendwie ganz doof Pixel Perfect irgendwie platziert werden, als der Umhang getroffen wird. Und leider müssen wir den Umhang zweimal treffen. Oder sogar dreimal? Ich weiß es nicht. Ja, und dennoch die Sache mit seiner Mütze. Das ist auch noch super. Da übelst Glück haben, dass mich ihn erwischt, wenn er da gerade seinen Kopf rausstreckt. Na gut. Let's go. Das ist auch so doof, ey. Man kann nicht richtig zielen. Ist leider so. Ja, nein, ja. Ja, nah dranbleiben. Jo. So. Flups. Man lacht, Alter. Hört mich auszulachen. Flups. Ihr denkt immer, ich schieße sie komplett in die falsche Richtung. Nee, Leute, das ist ja wegen dem Bild. Ach Mann, warum hätte er auch seinen Umhang treffen können? Jetzt mal im Ernst. Lups, jetzt kommt Umhang. Nein, keine Flammen zu sehen. Also wurde der Umhang nicht getroffen. Aua, voll dagegen geschlagen. Ach Mensch, ey. Hilfe. Herzchen, danke. Flups. Ach Mann. Die Fäuste kommen aber einfach zu schnell. Boom. Boom. So, hups. Okay. Ey, schon wieder nicht seinen Umhang getroffen. Obwohl das immer so gut aussieht. Ich glaube, ich muss echt so ganz komisch nah am Rand oder sowas, dass ich die Umhang-Ecke treffe. Aber. Ich muss das echt mit Zeitbomben machen. Das geht, glaube ich, nicht. Boom. Boom. Ja, die Fäuste sind mal ätzend, ey. Es ist ein bisschen halt alles auch RNG, ne, ist ja klar. Wow. Guckt jetzt seinen Schatten. Ey, der kann man nicht mehr mit seinem Schatten. Die Karte muss auch noch kommen, ne? Nicht das. So, also dahin und so. Ey, irgendwie ist das komplett doof. Man kann nicht mal, dass die Kamera sich immer so dumm dreht. Was ist denn das, wenn man in eine andere Richtung läuft? Weil die Kamera ihn auch behalten möchte. So, also, da ist er jetzt. Nein, jetzt da. Komm schon. Nö. Also komplett irgendwie, weiß ich nicht, das ist richtig dumm. Das sind so ein kleines Zeitfenster. Also ihn treffen ist nicht so schlimm, wo ist die Goldkarten? Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich wieder ihn getroffen und ich nie seinen Umhang. Was ist denn mit seinem Umhang? Warum treffe ich den denn nie? Jetzt aber, komm. Jetzt hab ich den Umhang getroffen. Aber das war sehr merkwürdig. Oh, Stern. Verdammt. Okay, was ist denn jetzt für ein Move? Achtung, was ist der Riesenboot, Leute. Gut. Ja, klar. Ein Riesendreieck kam da einfach runter. Was hab ich denn? Mann. Ja, da muss man halt echt irgendwie halt eine Bombe hinschießen, wo er dann halt auftaucht.
viel Spaß. Ne? Ist natürlich einfacher gesagt als eben als getan. Ja. Boom, boom. Es klappte von der Zeit her schon gar nicht mehr. Enno. Dann ist er schon wieder down. Ach. Ja. Ist halt doof. Ich weiß halt auch nicht, der haut immer ab. Und das schon wieder besiegt, ohne alle Karten. Was soll man da machen? Aber irgendwie muss man halt irgendwie grinden, bis man mal wirklich so ein Glücksfenster, Zeitfenster oder sowas hat, damit das funktioniert. Es ist ja für mich auch selber so unverständlich, ne? Wer programmiert denn das so, dass er so doof ist, dass irgendwie der... Ja, wann wird denn der Umhang jetzt wirklich getroffen? Das ist mir ja nicht ersichtlich. Weil manchmal wird er einfach getroffen, wenn ich halt gleichzeitig seinen Schatten mittreffe und so. Manchmal auch einfach nicht. Das ist irgendwie total random. Ja, das hilft echt, hier ein extra Herz zu haben. Voll schön. So, flupp. Das ist ja immer an sich ein cooler erster Angriff. Auch wenn ich wieder verkacke. Flups. Mann, Bomberman, stell dich doch mal richtig hin. Flups. Boah, was war das denn? Okay, Schattenhand wieder. Ist das schon mal gut? Aber das ist nicht so gut. So, hinrennen und dann immer predikten, wo er hingeht. So, komm schon. Mann, ich treffe immer ihn. Warum bin ich denn im Umhang? Irgendwie haut der auch immer ab. Der haut immer vor der Explosion ab. Aber man sieht gar nichts mehr, ne? Boom. Boom. Nicht immer vor der Explosion abhauen, du kleiner Sack. Fuzzy! Wow. Boom. Boom. Wee! Fudups! Mann. Diagonal Bomberman. Wow. 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 So, das ist doch schon mal schön. Aber Mann, ich treffe seinen Umhang nicht. Obwohl die Bombe immer direkt hinter ihm ist. Also da, wo der Umhang auf dem Boden landet. Nö, klappt nicht. Ich glaube echt mit Zeitbomben. Irgendwie wäre da was besser, wenn man die Zeitbomben hätte. Flups. Wow. Da wollte er mich grabben. Oh, jetzt kommt hier wieder der Quatsch. Okay, also wo ist sein Schatten? Man sieht ihn da. Ernsthaft nicht dumm? Ja, kannst du vergessen, ey. Ist aber gerade überhaupt nicht zu sehen. Nur wo sein Selbst da auftauchte. Ey, jetzt ist da alles wie... Aua! Jetzt komm, dein Umhang, bitte. Toll. Wieder irgendwie nur ihn getroffen. Hä? Mann, ist er genau abgehauen. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ja, ohne Zeitbomben. Ich glaube, mit Zeitbomben kontrollierter Sprengung wäre der Blick echt viel besser. Ich verstehe halt echt nicht, woran das liegt, dass man seinen Umhang nicht treffen kann. Jetzt aber komm. Hat der Umhang getroffen? Aber irgendwie... Hab ich den nicht schon immer getroffen gehabt? Flups. Oh, na toll. Und schon wieder tot. Ja, er macht ja so einen Scheiß, bis er voll schlimm tot ist. Leute, das wird ein Problem. Vor allem das mit... Vor allem seine Rübe da treffen. Das ist doch irgendwie mies. Ob es echt besser klappt mit Zeitbomben, Leute, oder aufgepumpten Bomben. Man ist irgendwie, man ist irgendwie verlockt so. Auch wenn seine komische Fratze da einem Albträume beschert. Nee. Ich schaffe, Leute, ich mach ihn fertig. Welcome. Auf ein neues. Fieser Spellmaker. Komm jetzt her. Hops, da haut er ab. Und so. Warum treffe ich denn seinen Umhang nicht gleich mit? Das macht einen so wütend, weil man sich denkt, hä? Okay, so trifft man seinen Umhang, wenn man irgendwie, ja, wenn man Glück hat und er halt wirklich gerade runterkommt, wenn die Bombe explodiert. Dann klappt's. Ja, aber, da muss man erstmal, ne, muss ja irgendwie schon vorzeitig irgendwie so eine Bombe dahin ballern. Ah, düm. Jetzt machen wir deine geile Schattenkarte. So, oh, verdammt. Das war fail. Ja, Bomben. Hör auf zu lachen, Mann. Wow, Sense. Alter, perfekt hingeschossen, aber trotzdem ist er einfach aus hier wie. Schattenhand.
Verdammt, hat mich erwischt. Kannst du ihn mal mitnehmen? Flups. Warum lacht denn immer so dumm? Whee! Ich treffe immer ihn, ne? Ich treffe einfach immer ihn. Ist so nervig. So, jetzt komm, sein Umhang. Nö, Oh, jetzt. Ja, einfach Lucky gehabt, einfach Glück. Okay, so, komm, vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Jetzt muss ich halt noch seinen Kopf halt treffen. Mal gucken, ob das klappt. Ich guck einfach mal. Jetzt muss ich aber auch warten, bis er halt seine rote Karte spielt. Ah, die hat er mal. Ich hab ja noch gar nicht die gemacht. Ich muss ja auch noch die Schattenkarte, muss ich auch noch haben. Hilfe. So, spielen wir mal deine Schattenhandkarte. Vielleicht klappt's jetzt. Das ist sie nicht. Hilfe. Komm, Schattenkarte. Okay, oder das ist okay. So, also dahin. Dann weicht er dahin aus. So. Ah, das ist auch mal so gefährlich, ey, weil ich halt ihn treffe. Wisst ihr, den kann ich gar nicht so oft probieren, weil er tot ist. Mann. Ich brauche noch seine Schattenhand. Die macht er jetzt natürlich nicht mehr. Ist schon klar. Komm schon, mach mal Schattengrabber. Sei nicht so ultra random. Geht doch. So. Cool. Nein, nochmal brauchst du nicht machen. So, jetzt warte ich auf die rote Karte. Leute, es ist bloß noch die rote Karte. Die muss kommen. Und dann muss ich halt seinen Kopf treffen. Ne, das ist auch noch so eine Sache. Okay, sie kommt. Jetzt ein bisschen Glück haben. Das war kein Glück. Wie schnell er auch wieder nach oben denn kommt, ja? Okay, nochmal rot. Los, komm. Verdammt. Menno. Ja. Jetzt hat er irgendwie gefühlt, hat er ihn gar nicht getroffen. Und trotzdem, ja. Super, Leute. Eine Karte mehr. Yay, wir sind so cool. Es wird aber leider nicht gespeichert, ne? Leider nicht. Also, ich kann jetzt nicht einfach gezielt auf seine Kopfkarte da gehen und dann die letzte bekommen. Nö. Oh, das gibt's nicht. Ist echt übel. Aber wir machen Fortschritte, wir machen Fortschritte. Und ich finde den Boss bei weitem nicht so schlimm wie halt diese komische Maschine da, die jetzt so richtig ätzend war. Boom. Komm, jetzt haben wir bestimmt einen guten One. Komm schon. Ein guter One muss sein. Flups. Sehen Sie erstmal. Flups. Oh. Nee, aber sowas ist immer gut, wenn ich irgendwie ihn so erwische, dass er dann runterkommt, wenn die Bombe explodiert. Oh, ich habe auch so einen Umhang getroffen. An der Ecke, okay, an der Ecke. Knacks. So, jetzt vielleicht wieder? Nee, okay. Er ist zu weit gesprungen. Bam, bam, bam. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, wie es klappt. Wie es klappen kann. Oh, ist das ein Already Jump? Oh, oh. Ja, okay, Oma auch wieder verbrannt. Ey, das gibt's ja gar nicht. Okay, jetzt warte ich auf die rote Karte. Jetzt habe ich viele Versuche, bei der roten Karte zu machen. Komm schon, du Ollersack. Mach die rote Karte. Aber vielleicht ist er noch nicht geschwächt genug, um die zu machen. Weil man merkt schon, dass er die am Anfang nicht macht, die rote. Er muss vielleicht ein bisschen mehr Damage haben. Gucken wir mal. Woi. Nein, muss er nicht. Okay, gut. Okay, wir haben aber an sich noch sehr viel Zeit. Wir haben sehr viel Zeit, dass wir das noch ein bisschen versuchen können. Irgendwie. Ich greife ihn mal halt nicht weiter an. Ich hoffe nur, dass ich am Ende dann, dass ich die Karte bekomme, wüsste und dann... Oh, es ist aber zu wenig Zeit, um ihn nochmal zu besiegen. Ich brauche anscheinend immer... Aber ich verstehe das halt echt nicht, ne, was man da machen soll. Ich gehe vielleicht einfach mal zu ihm hin und schieße ihn dahin, wo er abhaut. Bam, bam, bam. Komm, rote Karte, Kumpel. Leute, rote Karte. Wow, oh, Sense, Achtung. Komm, rot. Ja, meine Lieblingskarte. So, willst du hin? What? Jetzt dachte ich echt kurz, es klappt. Warum hat es nicht geklappt? Ich habe ihn getroffen. Jetzt habe ich echt gedacht, das wäre es jetzt. Was war das denn gerade? Och, Menno. Habt ihr das gesehen? Der ist jetzt genau dahin getaucht. Da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen... Ich probiere es mal noch mal.
Wartet mal. Ich probiere es nochmal. Dass ich halt echt hinlaufe, wenn er da unten ist und dann die Bombe dahin schieße. Vielleicht mit ein bisschen mehr Zeitverzögerung. Mal gucken. Komm, mach rote Karte schnell, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Mann, jetzt mach die rote Karte. Mach. Nicht die violette. Rot. Fail. Okay, jetzt verarsche ich mich wieder komplett. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen ihm. Okay, rot. Ich hab's geschafft! Ich hab die Karte! Ja! Schnell! Ihr müsst ihn killen! Okay, Leute. Jetzt müssen wir ihn killen. Killen einfach. Einmal noch, Leute. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Knapp das war, yes! Aber wir haben es geschafft. Alle 5 Karten vom Spellmaker. Boah, cool, hat sich echt gelohnt. Und ich wollte einfach dranbleiben und wusste nicht, dass mit dem Fernzünderbomben-Trick da machen. Ey, geil. Geil, Leute. Das ist alles, wir haben es geschafft. Und dann ist ja auf jeden Fall sicher, es ja, tut mir ein bisschen leid, dass wir heute einen ganzen Part gebraucht haben halt für den Spellmaker. Aber hey, es hat sich gelohnt, es hat funktioniert. Weil irgendwie auch voll Spaß gemacht. Sehr schön. Oh, die Früchte des Erfolgs. Sehr schön. Leute, beim nächsten Mal wird der letzte Part dieses Projektes kommen. Es ist nämlich nur der Boss mit dem Abspann. Und auch noch ein bisschen halt zeige ich euch mal, was wir für Collectibles eingesammelt haben, um uns Bomberman-mäßig ein bisschen zu verkleiden. Ich hoffe, ihr seid dabei beim großen Finale, beim nächsten und letzten Part. Ciao!